Reinhard, bittere Niederlage heute? Ja, das kann man so sagen. Ich denke, wir hatten das Spiel eigentlich im Griff und waren auch die spielbestimmende Mannschaft. Aber klar, du kriegst zwei Standardtore, das ist ärgerlich. Ich glaube, aus dem Spiel raus haben wir nicht viel zugelassen. Und dann fliegen zwei Standards in 16er und es sind zwei Tore. Und dann ist es halt schwer, ein Spiel zu gewinnen, wenn man zwei Tore kassiert zu Hause. Dann muss man eben drei schießen und jede Woche ist es einfach schwer. Welche Fehler hat man bei den Standards gemacht? Die erste Standardsituation war, glaube ich, relativ schwer zu verteidigen. Da kommt einer am kurzen Pfosten an den Ball, verlängert den Ball auf den zweiten Pfosten und das ist dann immer schwer zu verteidigen. Bei der zweiten Standardsituation denke ich, dass, ja, da muss man vielleicht, wir waren zwar enger Mann, aber da fehlt vielleicht der letzte Biss oder müsste mir das auch nochmal auf Video anschauen, um genau sagen zu können, woran es liegt, aber es ist einfach ärgerlich, wenn man zwei Tore nach Standards kassiert und so ein Spiel verliert. Du mit deiner Leistung zufrieden heute? Ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ich habe in der zweiten Halbzeit aber ein paar Fehlpässe gehabt, die nicht hätten sein dürfen, also einfache Abspielfehler. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich trotzdem zufrieden. Aber natürlich geht immer mehr, wenn man ein Spiel verliert, dann liegt es an jedem und dann hat jeder seinen Teil dazu beigetragen. Und ich denke auch, dass heute bei uns, vielleicht bei einigen Spielern und bei allen Spielern, mich einbegriffen, der letzte Biss oder der letzte Punch gefehlt hat, um eben dann so ein Spiel knapp zu gewinnen, anstatt eben knapp zu verlieren. Die rote Karte, manche meinen, es wäre eindeutig, andere sind sich nicht so sicher. Wie siehst du das? Ja, das war von mir auch relativ schwer zu sehen, von meiner Position auf der Auswechselbank. Ich glaubte, Simon war auf gleicher Höhe, Simon Frank, und hätte noch eingreifen können. Aber klar, der Felix kommt zu spät und er wäre wahrscheinlich aufs Tor zugegangen. Ich weiß aber nicht, ob der Simon noch hätte eingreifen können. Also müsste man sich auch nochmal auf Video anschauen, um das genau sagen zu können. Es war ja stellenweise ein hitziges Spiel. Auch nach dem Abpfiff blieb es noch eine Weile hitzig. Was war da los? Ich weiß es nicht, also ich war da nicht unmittelbar dabei, aber ist klar, es ist ein enges Spiel gewesen und es waren viele Zweikämpfe im Spiel und da kochen die Emotionen halt mal ein bisschen hoch, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie was Schlimmeres war. Es ist jetzt der 5. Spieltag in der Regionalliga gewesen. Was meinst du, wie es gelaufen ist bisher? Ich denke, wir konnten mit dem Auftakt relativ zufrieden sein. Wir haben gute Spiele gemacht, auch in Steinbach, als wir knapp verloren haben, hätten wir eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Und ja, jetzt haben wir aber drei Niederlagen nach 5 Spielen und nur 2 Siege. Und jetzt müssen wir eben schauen, dass wir womöglich auch mal auswärts punkten, weil nur zu Hause wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn man nicht die Spiele gewinnt. Ihr habt jetzt also nicht den Anspruch, einfach nur eine schöne Saison zu erleben, sondern ihr wollt auf jeden Fall die Klasse halten. Ja, auf jeden Fall. Also man spielt ja Fußball, um jedes Spiel zu gewinnen. Klar sind wir nicht in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen, aber wir versuchen es vor jedem Spiel und auch Woche für Woche. Aber ich denke, ja, wenn wir uns weiterentwickeln und wenn wir einige leichte Fehler abstellen und uns vor allem bei Standards verbessern, dann wollen wir auf jeden Fall die Klasse halten, ist klar. Also wir sind nicht da, um ein schönes Jahr zu haben und dann wieder in der Oberliga anzutreten. Wie klappt es mit dem neuen Trainer? Mit dem Trainer klappt es sehr gut. Also wir sind alle zufrieden, er motiviert uns, die Trainingsinhalte sind top und ja, mit dem Trainer ist alles wunderbar. Euer nächster Gegner ist jetzt Kickers Offenbach. Da habt ihr jetzt 2 Tage zu regenerieren. Wie werdet ihr versuchen, da erfolgreich zu sein? Ja, wir müssen bissig in den Zweikämpfen sein, weil ich denke, in Offenbach wird es nur über 2 Kämpfe gehen. Da wird mit Sicherheit auch wieder ein hitziges Spiel mit einigen Zuschauern. Und ja, da müssen wir einfach an unsere Leistungsgrenze gehen und vielleicht mal wieder eine Schippe drauflegen im Vergleich zu heute.